Einen wunderschönen guten Morgen. Heute kriegen wir was Schönes geliefert. Leute, die sich auskennen, sehen schon eventuell was. Für das, was wir geliefert bekommen haben, steht schon hier der kleine Stapler. Und da ist ein großer LKW. Irgendwas, was da drin ist, müssen wir jetzt da rauskriegen. Wie machen wir das? Staplerfahrer Wladimir. Komm, mach dich mal vertraut mit dem Ding. Rennt. Aber leicht unrund. Ich glaube, wir müssen da mal Ventilspiel einstellen. Hörst du das? Rennt, rund, rund. Stört den nicht. Okay. Guck mal hier. Direkte Einübung. Das ist deine Fahrzeit, wo du damit trainieren kannst zu fahren. Bis da vorne hin. Da ist sie. Was sagst du? Die ist so klein wie du und Pina. Nein, ist doch wunderbar. Vielleicht hat er schon Sachen abgeladen. Guck mal, da vorne lag schon was, glaube ich. Hier hinten auch. Trainier mal hier mit Lifter gerade zu arbeiten. Ja, ja. Warte mal, erstmal stehen bleiben. Hoch, perfekt. Ich glaube, wenn du Gas gibst, dann geht's schneller, ne? Ja. Ram, ram. Hoffentlich. Oh, 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 oh. Hab doch gesagt, dass der. Ich hab doch gesagt, wir müssen Ventilspiel einstellen. Läuft wie Sacknüsse. Ja. Solange das gleiche nicht passiert, wenn Maschinenkar draufsteht, ist alles gut. Hey, ich glaube, du hast ihm umsonst gesagt, du sollst die Flasche mitnehmen. Vielleicht müssen wir mal aufmachen. Genau. Das darf man keinem erzählen, ne? Wir sind Profis. Oh, jetzt kriegt man richtig Power, ne? So, ich habe nach 30 Sekunden gesagt, der läuft komisch. Das ist der Gabelbaum. Komm, mach uns mal Lehrgang hier. Was ist das? Oh, Huyaxe. Hat nur Luft im System. So, wir laden das jetzt mal ab. Wenn es runterfällt, seht ihr es. Ich lasse euch mal hier gerade stehen. So, die Maschine war zu schwer für, die hat das Hauptgewicht auf der vorderen Seite. Wir haben den LKW einmal gedreht und jetzt versuchen wir es nochmal und hoffen, dass es klappt. Der Stapler war hier hinten hochgegangen beim leichten Anheben. Das war nichts gut. Versuch Nummer 2. Jetzt hier ein bisschen. Kurva! So eine Scheiße. So ein, die wickelt sich gerade. Ist okay, komm rein. Bis gleich. Ja. Was? Wie fühlt sich gerade? Scheiße, Kurva, das ist doch kacke, Alter. Da kaufst du schon einen Stapler, der 300 Kilo mehr heben kann als die Maschine hat, und das funktioniert trotzdem nicht. Nicht. Geht hoch. Ne, guck mal,
kannst du runterlassen. Jetzt runter. Aber nee, jetzt stehst du auf der Kante. Ich glaube weiter. Das ist klein. Das ist doch die Kleine. Das ist die Kleine. Da ist die Kleine. Das ist ein neues Atomkraftwerk hier für euch. Die sind erboten. Ja. Also dann mit dem Start. Dann haben wir das sicher. Gerade ein bisschen. Alter, das Ding läuft ja. Wir haben hier auf die Bremse. Gut, nicht ganz gerade. Ein bisschen nach links kann sein. Ja? Ja. Kommt ihr rum? Genau, fahr mal ein bisschen nach links bei dir und ich muss auch ein bisschen nach rechts. Genau. Jetzt musst du gerade stellen. Ey, nach der nächsten Kiste kommt wieder eine Kiste. Das ist der Wahnsinn hier. Hier, Nusch. Das ist für die Schuhe. Also damit nicht nass wird? Ja, Mann. Da hab ich ja. Guck dir das mal an. Alter, da kriegst du hier Schraubensatz so geliefert, perfekt. Lass zusammen, sonst verlieren wir die. Das ist die High-Pressure-Öl-Kühlwasserpumpe, ne? Ja. Ah, kannst du einfach da drin lassen. Lass mal. Dicke Pumpe. Dicke Pumpe. So, nochmal in Ruhe jetzt. Das ist dieses Renishaw-System. Das besteht aus einer Infrarotkamera, aus einem Taster und das ist diese Messspitze hier. Das kennt ihr vielleicht aus Videos. Damit tastet man Werkstücke ab. Ich guck mal, ob ich mal ein Video kurz einblende. Let's do it better and faster. We won't need the vehicle start. Work located in 1 minute and 40 seconds. Now, we move on to setting the tool offsets accurately and automatically. That's right. Tell them. Jawohl, genau das macht man damit. Und das kleine Maschinchen steht jetzt hier. Und die ganzen Anbauteile müssen noch montiert werden. Da kommt jetzt die Tage ein Techniker, der macht das. Bedienfeld. Ich habe schon mal hier, kann man mal aufmachen. Ist noch alles mit so einem Fett versehen, damit hier keine Korrosion oder sonst was stattfindet. Wir haben ein 20 Plätze Werkzeugwechsler. Also hier kommen die Werkstücke, also die Werkzeuge rein. Das ist eine spezielle Vorrichtung zur Kühlung. Die ist adaptiert mit der Infrarotkamera. Man tastet das Werkzeug an, also der Bohrer oder Fräser, und er weiß dann, wo die Spitze ist und zielt mit der Kühllanze nonstop auf die Spitze für besseres Finish und bessere Oberflächen. Für was brauchen wir diese Maschine? Wir brauchen diese Maschine, um selber Werkstücke herzustellen, für diverse Umbauten, Spezifikationen an Zylinderköpfen oder Motorblöcken. Also so eine Maschine, ich will mal sagen, wenn man sowas hat, dann entwickeln sich komplett neue Geschäftsbereiche, mit der man eben dann ganz andere neue Sachen anbieten kann. Ich zeige euch das jetzt nur mal in ganz schnell rundherum hier. Also hier haben wir, hier hinten kommt die Kühlwasserpumpe, da unten wird das komplette, die Kühlemulsion drin sein. Hier ist der Elektronikschaltschrank, das hier ist für die jeweiligen Achsen, die drei Module. Ja, hier kommt Power rein, der Prozessor da oben, ein paar Sicherungen, bisschen Elektronik. Hier an der Seite, kann ich jetzt gerade nicht aufmachen, ist die Pneumatikschaltung drin. Jawohl.
Hier wird der Späneförderer rauskommen. Da kommt dann hier so dieser Hahn und dann wird hier eine Tonne stehen, wo die Späne quasi nonstop rausgefördert werden. Sieht ganz schön, mein Bohrwerk sieht ganz schön klein gegenüber der Haas Mini Mill 2. Wunderbar. So, da ist noch die paar Regale, die ich euch eben schon gezeigt habe und die Zusatzkühlmittelpumpe. Wir gehen mal schauen kurz. Die Kamera hat wie immer nur noch 4% Akku. Das war der Stapler, boah, das Ding war echt kriminell, ne? Da die Maschine ihren Schwerpunkt zu weit hinten hatte beim ersten Versuch, Zinken so lang sind, ist der hinten hochgegangen. Und ich habe extra einen Stapler bestellt, der 300 Kilo mehr heben kann, wie die Maschine eben hat, aber eben hinten quasi da, nicht vorne, ne? Die Last war ein bisschen unvorteilhaft verteilt. So. So, Video ist schon geschnitten, aber mir ist eingefallen, der Dachshund Bonus! Hallo Königin, wie geht's dir? Guck mal, Königin ist hier und kann so einfach in die Werkstatt gucken. Wir haben sie auf einen Stuhl gelegt mit 25.000 Kissen. Ja, fein bist du. Fein bist du. Kleiner Fettsack. Hi, Ludbert. Ja, was geht ab? Wart ihr schön spazieren? So, genug Dachshund Bonus. Sag tschüss, Bina. So, das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir werden in Zukunft viel geilen Scheiß mit dem kleinen Maschinchen sehen. Danke und ciao.